Die Banken in der Kreisstadt Parchim machen dicht. Nach und nach verschwinden Filialen und Geldautomaten für Ein- und Auszahlungen. Betroffen sind die Sparkasse, die Commerzbank, die Postbank und die Deutsche Bank. Ein Fall für den Parchimer Altstadthändlerverein. Dieser zählt 30 Mitglieder. Den Vorstand bilden Lutz Rosengarten und Bürger Nickel. Die beiden Unternehmer sehen die Wirtschaftlichkeit und die Liquidität der Stadt gefährdet. Das ist für Geschäftsleute natürlich bei uns sehr, sehr schwierig, weil wir einzahlen müssen. Wir haben Bareinnahmen, die müssen irgendwie weg. Und die Schilder sagen jetzt, fahrt nach Ludwigslust 30 Kilometer oder nach Plau am See 35 Kilometer und zahlt da ein. Und naja, wenn nach der Pandemie bei einigen Kollegen die Konten relativ weit unten sind und man hat im Geschäftskonto kein Dispo, dann muss man jeden Tag oder alle zwei Tage dahin fahren und das Geld wegbringen. Das ist ein Kostenproblem, das ist ein Effizienzproblem, Umwelt sowieso. Und wenn man Geld hat, dann kann man es zwar sammeln, aber spätestens ab 10.000 Euro Einzahlung kommt man in Konflikt mit dem Geldwäscheparagrafen. Und dann wird im schlimmsten Fall das Konto gesperrt und man kann wieder nicht arbeiten. Also das ist eine sehr gefährliche Situation für die Händler hier vor Ort. Auch Parchims Bürgermeister Dirk Flörke kann die Schließung der Deutschen Bank nicht nachvollziehen. Verständnislosigkeit macht sich breit. Ja, ich habe in der letzten Woche vor Ostern noch mal mit dem Filialleiter, der hier für Parchim zuständig ist, in Ludwigslust telefoniert, habe ihm das auch so auch in der Deutlichkeit gesagt. Das hat er zur Kenntnis genommen. Ich kann nur jedem empfehlen, der Kunde der Deutschen Bank ist, dass man diesen Unmut auch nach außen trägt. Denn ich finde, es gehört zu einer Kreisstadt, dass auch eine Bargeldversorgung dort gegeben ist. Als Kommunalpolitiker unterstützt er den offenen Brief der Altstadthändler und hofft auf ein Umdenken der Deutschen Bank. Lutz Rosengarten vermutet, dass die Deutsche Bank Angst vor Sprengungen ihrer Geldautomaten hat. Vor 3 Wochen wurden Automaten in Lübs gesprengt. Nun hat der Altstadthändlerverein einen offenen Brief an die Deutsche Bank verfasst. In diesem fordern sie eine deutliche Stellungnahme zur Erschließung. Die Deutsche Bankautomaten waren zu und alles andere war komplett überlaufen oder dann irgendwann auch leer. Und die Kunden haben im vorösterlichen Geschäft schlicht kein Geld mehr gehabt, um bei uns einzukaufen. Und das haben wir bei der Deutschen Bank angesprochen. Wir wollen dringend informiert werden, was mit diesen Automaten hier jetzt ist, wie lange das so ist und wann sie wiederkommen. Auch die Verbandsregion Ludwigslust-Parchim des Unternehmerverbandes hat sich der Sache angenommen. Die Kreisstadt Parchim kann mit voller Unterstützung seitens des Unternehmerverbandes rechnen. Wir merken das schon, dass auch über Parchim hinaus, auch in anderen Regionen, mittlerweile die Banken sich zurücksehen. Und ich sehe für unsere Unternehmerschaft ein großes Problem. Es ist einmal ein Nachteil, also ein Standortnachteil für die Unternehmen, die sich daraus erwachsen. Und was ich denke, ist, dass die Unternehmen auch gerade auch im Einzelhandel verlässliche Rahmenbedingungen brauchen und auch eine verlässliche Infrastruktur. Und die ist einfach nicht mehr gegeben, wenn die Banken sich auch stückweise zurückziehen. Der Unternehmerverband hofft auf baldige Unterstützung der Politik. Altstadthändlerverein und Unternehmerverband möchten mit der Deutschen Bank ins Gespräch kommen. Eine offene und lösungsorientierte Kommunikation aller beteiligten Akteure wäre ein erster Schritt.